Ein zweites Beispiel. Gegeben sei das folgende Territorium. Der Hamster habe 4 Körner im Maul. Das sieht man jetzt in dem Bildchen nicht. Er soll in jeder Ecke eins ablegen und in seine Ausgangssituation zurückkehren. Auch hier wieder das Programm. Void Main, Klammer auf, Klammer zu, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Und hier die Anweisungssequenz. Und in der Anweisungssequenz eingestreut Kommentare, die erläutern, was letztendlich die folgenden Anweisungen bewirken soll. Begib dich an den Rand. Ich zeige das jetzt hier immer mal oben. Vor, links oben. Lauf in die rechte untere Ecke. Vor, 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 gib links oben. Lauf in die rechte obere Ecke. Vor, 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 gib links oben. Lauf in die linke obere Ecke. Vor, 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 gib links oben. Und laufe in die linke untere Ecke. Vor, 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 gib links oben. Und begib dich in die Ausgangsposition zurück. Vor, links oben, links oben. Und dann sieht das alles so aus. Auch das gucken wir uns mal im Simulator an. Hier das Programm, was ich auch schon mal vorbereitet habe. Und hier das Territorium. Wir starten. Und sehen, der Hamster tut genau das, was wir ihm hier in unserem Programm gesagt haben.